Wie gewöhnlich haben sich Ben und Semir eine viel zu große Bande von Kriminellen ausgesucht, denen sie das Leben schwer machen wollen. Aber wie immer ist es eher umgekehrt. Die Bande wird von 8 Gangstern kontrolliert, von denen jeder ein unterschiedliches Gebiet beherrscht. Um an die Gauner heranzukommen, müssen Ben und Semir sich in die Organisation einschleusen. Immer wenn einer der beiden undercover operiert, ist der andere als Polizist zur Stelle, um die Gangster hinter Schloss und Riegel zu bringen. Um nicht aufzufliegen, wechseln sie sich jedes Mal ab. Und um im Geschäft zu bleiben, müssen Ben und Semir wie alle Kurierfahrer an der illegalen Rennserie teilnehmen. Nur wer hier vorne mitfährt, bekommt neue Aufträge. Jeder der Bosse steht für einen Level, der gefahren werden muss, um an den nächsten Boss heranzukommen. Nur wenn du jeden Boss besiegst, kannst du gewinnen. Nur so bekommst du deren Waffen und Fahrzeuge. Ben und Semir stehen einige Der EMP legt sich... Sehr gut! Auch in den Händen deiner Feinde ist der EMP eine sehr mächtige Waffe. Im Radar kannst du an einem rot gefärbten Fahrzeug immer erkennen, dass es sich in der richtigen Schusslinie befindet, um dich zu treffen. Wie du sehen kannst, ist der Füllstand des EMP nun leer. Er lädt sich wie alle anderen Waffen aber langsam wieder auf. Ein bisschen Geduld und schon kann es weitergehen. Mit dem Enterhaken kann man andere Fahrzeuge abbremsen, aber auch sein eigenes mächtig be- Ja, das war sehr gut! Nun versuch den Enterhaken zu aktivieren und beschleunige weiter dabei. Super! Wer hätte gedacht, dass das alles in dir steckt? Mit dem Nagelband kannst du Verfolger abschütteln. Wenn er mit Vollgas über so ein Band fährt, überschlägt er sich vermutlich sogar. Richtig platziert, kommt ein Kontrahent fast nicht daran vorbei. Der Radar hilft dir auch hier zu erkennen, ob der Gegner im richtigen Abstand ist, um über das Nein, das musst du wohl nochmal probieren. Klasse! Das war eine gute Aktion. Der Ölwerfer ist eine richtig feine Sache. Damit kannst du jeden Verfolger ordentlich durcheinander bringen. An den richtigen Stellen platziert, können Gegner weder bremsen noch lenken und schlittern hilflos dorthin, wo du sie hinhaben wolltest. Was für ein Abflug, oder? Das war gut. Gut, dass du so schnell lernst. Straßensperren können in Cobra 11 von Ganoven und Polizisten verwendet werden. Sobald du die Straßensperre aktivierst, kommst du in eine Übersichtskarte mit dem Straßennetz. Nun kannst du dir nach Lust und Laune aussuchen, wo die Sperre platziert.
bewältigt werden soll. Je schwieriger die Streckenführung ist, desto schwieriger wird es auch sein, der Sperre auszuweichen. Versuch's mal. Dann wollen wir mal sehen, ob du sie richtig aufgestellt hast. Sehr gut gemacht. Gegen die Waffen hilft nur der Schutzschild. Der Schutzschild umgibt das gesamte Fahrzeug. Sehr gut. Der elektronische Rammschutz verstärkt die Karosserie eines Fahrzeugs. Wenn der Schutz vollständig aufgeladen wurde, absorbiert er sämtliche Kollisionsenergie. Je geringer die Aufladung ist, desto stärker wird die Kollisionsenergie an die Karosserie abgegeben. Versuch es mal an dem Gegner vor dir. Er hat jetzt keinen Schutz. Zerstör ihn! Thank you.
Okay, das reicht. Es soll dir nur zeigen, wie effektiv der Schutz ist. Mit dem Repair-Kit kann... Na, schon sieht die Kiste wieder aus wie Lazarus aus der Grube. Manchmal bekommst du Aufträge, bei denen du Beweise entsorgen musst. Es gibt zwei Typen von Paketen, die du wegwerfen musst. Die Beweise musst du so auf der Straße platzieren, dass der Verfolger nicht mehr herankommen kann. Am besten lässt du den Verfolger auffahren und siehst zu, dass er nicht direkt in deinen Windschatten fährt. Ist das Verfolgerfahrzeug im Radar rot, kann es das Paket in der Regel nicht mehr erreichen. Versuch's mal! Perfekt! Nun der zweite Typ, die Bombe. Diese soll den Gegner treffen. Also musst du schauen, dass er nicht mehr ausweichen kann. Immer direkt vor die Nase und achte auf den Abstand. Großartig! Es kann auch vorkommen, dass du die Beweise sammeln musst. Dann musst du den Bomben ausweichen und die Pakete einsammeln. Versuch's mal. Nein, das ist doch gar nicht schwer. Versuch's nochmal. Bestens! Hier kommt ein neuer Sheriff! Das war echt gut. Das war alles, was ich dir zeigen wollte. Nun viel Spaß und mach sie fertig. Spitz mal die Ohren. Was gibt's denn? Ich hab dir einen Zielpunkt in dein Navi geladen. Dort steht ein schwarzer Wagen. Der Schlüssel steckt. Der Wagen muss zu uns in die Werkstatt. Ey, ich bin vielleicht neu, aber ich bin kein Abschleppdienst. Ganz ruhig, Brauner. Wenn ich einen Abschlepper bräuchte, würde ich die Gelben anrufen. Er kriegt eine neue Farbe und neue Papiere. Ach so, eine geklaute Karre. Okay, das ist schon mehr mein Ding. Noch ein kleines Detail. Was springt denn für mich dabei raus? Der übliche Satz.
Ich habe keinen Bock, hier auf Infosäule zu machen. Frag deine Kollegen. Wie du meinst. Sieh mir? Hey, ich denke, ich bin drin. Hab meinen ersten Job bekommen. Es geht los. Was geht los? Ich soll einen gestohlenen Wagen liefern. Setz dich in einen Streifenwagen und halt mir den Rücken frei. Ich soll dir die Kollegen vom Hals halten? Ja, genau. Und dann lass mich entkommen, damit ich bei meinen neuen Freunden schön angeben kann. Du hast immer Wünsche. Na gut, ich komme. Alles klar, Semir. Ich bin bereit. Wir können dann loslegen. Okay, pass auf. Ich hole dich ein und nehme die Verfolgung auf. Geht klar. Dann wollen wir mal hoffen, dass der Plan noch aufgeht. Ach, dieser Dauernörgler. Meine Pläne gehen immer auf. Wir müssen dafür sorgen, dass keiner Verdacht schöpft. Also gib alles, um an mir dran zu bleiben. Du solltest lieber diesmal das Gaspeller richtig treffen. Ich werde es dir nicht einfach machen. Schließlich habe ich einen Ruf zu verlieren. Ja, sie nannten ihn Schnecke. Los, gib Gas! Na super, Semir. Du nimmst den Job ja verdammt ernst. Nur weiter so, Semir. Ich sag schon Bescheid, wenn's genug ist. Das könnte ich tagelang so weitermachen. Da hat er einmal einen guten Tag und ich muss dabei sein. Wagen 36 an Wagen 12. Wir sehen den Raser. Sollen wir euch bei der Verfolgung unterstützen? Nicht nötig, der Typ gehört mir. Okay, Semir, so langsam sollte es aber auch genug sein. Wer jetzt nicht überzeugt ist... Semir? Ups, was gibt's? War so in meinem Element. Ich sagte, es reicht. Du kannst einen Gang runterschalten. Schon? Der Spaß hat doch gerade erst angefangen. Ah, wie ich diesen Tag hasse. Alles klar, du Weichei. Ich fahr ja schon langsamer. Mensch, streng dich doch wenigstens an. Bei diesem Tempo glaubt uns sonst niemand die Nummer. Sorry, hab wohl einen schlechten Tag. Ich glaube, der Vorsprung ist nun groß genug, damit du aufgeben kannst. Ich denke, wir haben eine gute Show geliefert.
Alles klar, dann schafft die Karre schnell weg, bevor die Kollegen die Fährte aufnehmen. Jo, bin dabei. Ah, da ist ja das gute Stück. Schwere Nummer. Ich hatte ordentlich Stress mit den Bullen. Da hat wohl jemand gesungen. Immer nur jammern. Schauen wir uns den Wagen mal an. Vielleicht kann ich dann mitjammern. Mama mia, das schöne Auto. Da kostet die Reparatur aber ein Vermögen.